Hallöchen, ihr kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 1. Ja, okay. Wir müssen noch mal rumgucken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Ich habe keine Ahnung. Hier ist nix. Hier ist nix. Aber es hat irgendwas mit der Uhr zu tun, ne? Seit. Sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Seltsames grünliches Licht. Wieso sehe ich sowas vorher immer nicht? Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. MXCC, was ist das? Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. MCXX. XX ist 20. Und MC 20? Keine Ahnung. Wartet mal, vielleicht können wir. Sechs, drei, null, acht, eins. MC, das muss ich kurz googeln. MC. Wartet. MC, XX, MC. 11, 11, 20? 1100? Ah, vielleicht 11:20 Uhr. Okay, wie war das jetzt mit dem. Muss erstmal 11 Uhr machen. Ich werde es wieder vertauschen, wette ich mit euch. So. Jetzt bin ich doch aber schon drüber weg, oder nicht? Nein. Wartet mal. So ist 11 Uhr. Und so ist 11:20 Uhr. Ich war falsch, richtig? Ach, ich war ja auch. Ja. Moment. Moment, ich war ja völlig falsch. So, wartet. Das ist jetzt 11. So. 15, 15, 11:20 Uhr ist nämlich hier. Oha, ich hab's Ein Bücherregal geheimer kaputt. Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Ja, was hast denn du gedacht, was da jetzt noch rauskommt? Ich hätte mir vielleicht die Zahl mal aufschreiben sollen. Das ist doch bestimmt für den Safe. Das hier. Wartet mal. Ich schreibe mir die mal eben auf. Was zur Hölle? Ich muss jetzt hier nochmal ganz raus und jetzt hier das Scheißding nochmal vor die Lampe halten, hä? Schon mal einen Stift nehmen. Sechs, drei, null, acht, eins. Okay, 63081. Wir testen das jetzt einfach. Wir testen das. Vier, fünf. Wie soll das funktionieren? Was? Ach so, Moment. Sechs. Drei. Null.
8? Das ist die richtige Ach, war Kombination. schon auf 1. War schon auf 1. Cool. Es springt hier alles immer von selber auf. Das ist voll geil. Roberts Jetzt. Tagebuch. Wieso schreiben die alle Tagebuch? 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, Verstanden hat, was dürfte ich es nicht ihm sehr in schwer meinen sein, Briefen ihn zu geschrieben überzeugen. habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Fuck, Mann. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen 2-mal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Oh fuck, okay. Er ist bestimmt sehr alt. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich... Es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Außerdem war es nicht leicht, deinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird.
denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel. Denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Ja, also Robert war echt ein Arsch. Hier sind Patronen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Okay. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Okay. Patronen. Kaliber 3,5 mm. Aber wozu? Oh, das Testament? Von? Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut William an folgende Gordon Personen. Vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen. Mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Alter, diese okay. Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Der wusste Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe. Du Schwein. Ey, wir haben ein Schloss, Alter. Das ist einfach mal unser Schloss jetzt. Geil. Okay, sollten wir in... Ach nein! Nein! Um Himmels Willen. Roberts Tagebuch haben wir ja schon gesehen. So, Frage ist jetzt. Was machen wir jetzt? Ich muss ja immer noch wissen, wer der da ist. Vielleicht nochmal versuchen, mit Victoria zu quatschen. Oh, Tatsache. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Mm.
Sorry, Schlucki trunken. So. Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Lothar? Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Lothar Gordon. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Frage nochmal über Erzähl Lothar. Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Oh, krass. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? Ein bisschen. Soviel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Okay. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Okay, also nochmal Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Ich wollte gerade sagen. Ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Ja, klar, kein Ding. So. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie weit wir sind. Gut. Also würde ich sagen, zurück nach Ashbury. Oder? Da suchen wir jetzt Lothar. Hier ist Samuel Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Die spricht schon gar nicht mehr mit mir. Ich gehe da schon ein und aus. So, das heißt... Oder wartet mal, machen wir das dann vielleicht beim nächsten Mal lieber? Nee, wir schaffen es noch bis auf den Friedhof. Wenn es jetzt zweimal kurz gehakt hat, das war jetzt meine Schuld, weil ich mal ganz kurz auf mein Aufnahmeprogramm gucken musste, wegen der Zeit. Weil ich habe gerade keinen Timer hier liegen, mein Handy ist nämlich an der Steckdose. Oh, obwohl, ich kann hier ja mal kurz reingucken, oder? Wozu kann ich hier immer noch rein... Was? Wozu? Wozu? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, gut. Ich wollte zum Friedhof gehen. Wir gehen jetzt einfach zum Friedhof. Aber die scheint es gelüftet gekriegt zu haben, ne? So, ich würde aber sagen, jetzt wo wir hier... Oh Gott, man kann... Und man kann jeden Grabstein anklicken. Das ist auch genial, super. Nun gut. Ich würde aber sagen, dass wir es für diesen Part besein lassen. Und uns dann um den Friedhof... Ich muss speichern. Und uns um den Friedhof das nächste Mal kümmern.
So, da kümmern wir uns das nächste Mal und gucken mal die Grabsteine durch auf der Suche nach Lothar Gordon. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zugucken und hoffe natürlich, dass wir uns bei der nächsten Folge von Black Mirror 1 wiedersehen. Bis dahin wünsche ich was. Bye, bye.